Ich will euch ja echt nicht sagen, wie ihr euer Geld auszugeben habt. Ihr seid alle erwachsen, auch wenn manche immer noch im Keller ihrer Eltern wohnen. Aber es gibt ein paar Fitnessprodukte, Fitnessgadgets, die absolut ihr Geld nicht wert sind. Und ich habe für euch heute genau 13 dieser Fitnessprodukte, die ich euch nicht oder nur bedingt empfehlen könnte. Bin mal gespannt, ob ihr derselben Meinung seid. Wir fangen auch gleich mit dem ersten Produkt an und das sind Proteinriegel oder High-Protein-Produkte. Zugegeben, bisschen merkwürdig. Wie kann ein Fitness-Typ wie ich solche Produkte nicht feiern, die mit zusätzlichen Proteinen gepimpt wurden? Aber schau mal, das hier ist ja ein Kompromiss. Es ist eine Süßigkeit, die aber ein bisschen bessere Werte hat. Ist wie ein Schokoriegel, der ein bisschen gepimpt wurde. Aber dennoch ist halt ein Schokoriegel und das ist halt immer noch ein Pudding. Nur schmeckt er halt vielleicht nicht ganz so gut wie jetzt die normale Variante ohne dieses High-Protein-Gedöns. Außerdem kommt das Protein darin häufig aus Kollagen oder vielleicht auch noch ein bisschen Milcheiweiß, was jetzt natürlich nicht die hochwertigste Quelle ist. Kollagen selbst kannst du für einen Muskelaufbau quasi nicht verwenden und das Milchprotein hat jetzt nicht das beste Aminosäurenprofil wie ein Molkeprotein, also ein Whey. Auf Deutsch, kein Mensch würde sowas nutzen, um seinen Proteinbedarf zu decken. Ja, muss man ganz klar sagen. Es ist so eher eine Art Schadensbegrenzung. Aber wenn es den Sinn verfehlt, dass du eigentlich was Süßes willst, was lecker ist, was so ein kleiner Cheat ist und den Kompromiss eingeht, dass es doch nicht so gut schmeckt, ist es dir dann wert, dass es deutlich teurer ist? Eher nicht. Ich hatte mal ein Reel auf Instagram gemacht, da habe ich das normale Snickers mit dem Protein-Snickers verglichen. Und tatsächlich waren die Werte natürlich deutlich besser, aber das normale Snickers hat irgendwie 1 Euro gekostet, 99 Cent. Und das Protein-Snickers, ich glaube 2,50 oder nicht ganz 3 Euro, irgendwie sowas. Wenn du deine Ernährung so grob im Griff hast, dann passt da auch ein normales Snickers rein, ja. Deshalb cool, dass es sowas gibt und ich benutze das auch immer mal wieder gerne, aber es ist jetzt nicht so der heilige Gral und wahrscheinlich sein Geld eher nicht wert. Kommen wir zu Nummer 2. Isotonische Getränke wie ein Powerade. Für den Sport, für das Training. Denn solche Getränke ergeben ja nur wirklich Sinn, wenn du lange, intensive Belastungen ausgesetzt bist, wo du auch viel schwitzt, entsprechend auch viel Salze verlierst. Wir sprechen von mehreren Stunden. Marathon, Triathlon, Fußball, Verlängerung bei 40 Grad draußen. Und du trinkst das währenddessen, damit du weitermachen kannst. Das ist quasi ein Intra-Workout. Aber wie viele Triathleten schauen gerade zu? Wahrscheinlich wenig. Und die, die es sind, die werden mir sagen, warum sie das nicht benutzen, sondern irgendein Gel. Deshalb die Frage, warum steht es an jeder Kasse, in jedem Supermarkt, in jedem Kiosk, an jeder Tankstelle? Weil so viele Profisportler da draußen unterwegs sind, die das trinken müssen? Nein, klingt gut, lässt sich gut verkaufen, ist für die meisten Leute höchstwahrscheinlich aber Geldverschwendung. Und wer es genau wissen will, ich habe mal auf YouTube ein Video genau zu isotonischen Getränken gemacht. Da gehe ich ins Detail. Kommen wir zur Geldverschwendung. Nummer 3. Wagen, die den Körperfettanteil messen für zu Hause. Ich meine, Gewicht ist cool, aber wäre ja auch nice zu wissen, wie viel Körperfett habe ich eigentlich, um mich zu vergleichen, ob ich meinem Ziel näher komme oder nicht. Nur leider sind die Geräte, die es für zu Hause gibt, alles andere als genau. Da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen. Auch von Messung zu Messung gibt es einen Riesenunterschied, je nachdem, wie viel Wasser habe ich getrunken und so weiter. Damit du da verlässliche Werte bekommst, die du ja eigentlich haben willst, musst du eigentlich mehrere tausend Euro liegen lassen für so eine Waage. Ist ja kein Witz. Mein YouTube-Kollege Görki hat sich ja so eine angeschafft, wo er dann auch Messungen mit seinen Klienten macht, da habe ich auch schon mal drauf gestanden. So ein Ding brauchst du. Und da lohnt es sich lieber, eine normale Waage für zu Hause zu holen und dann ab und zu mal Geld für so ein Checkup auszugeben. Da wäre die Kohle meiner Meinung nach deutlich besser angelegt. Geldverschwendung Nummer 4, All-in-One-Drinks, wo du mit einem Shake eine ganze Mahlzeit ersetzt. Sind ja auch super beliebt, falls man keine Zeit zum Essen hat, nicht irgendwie zu Fastfood greifen will, dann nimmt man sich so einen Shake und da ist alles drin, was man braucht. Quasi wie Astronautennahrung für Leute, die eigentlich keine Astronauten sind. Das Problem findet man aber auf der Rückseite, wenn man sich die Tabelle mal genau anschaut und guckt, was da eigentlich drin ist. Ich meine, 34 Gramm Eiweiß ist cool, aber halt hat auch 23 Gramm Zucker. Da kannst du ja auch einfach einen Proteinshake trinken, der wäre halt günstiger. Aber halt, da sind ja auch noch viele Vitamine und Mikronährstoffe drin. Die sind aber alle nicht so dolle dosiert. Sie haben zum Beispiel Vitamin C mit 20 Milligramm. Davon nehme ich 1000 am Tag. Oder wir haben Zink mit 2,5 Milligramm. Also da würde ich mindestens 15 nehmen. Und nicht falsch verstehen, es macht durchaus Sinn, Vitamine zu supplementieren, aber dann lieber gezielt die einzelnen in der richtigen Dosierung, anstatt hier so einen Rundumschlag. Alles irgendwie drin, aber halt nichts richtig. Und dann Protein ist es, was die meisten Leute vielleicht mehr essen sollten, aber dann noch so viel Zucker dazu. Das Ding ist halt ein einziger Kompromiss und dafür ist es meiner Meinung nach zu teuer. Kommen wir zur 5. Geldverschwendung und das sind teure Trainingsschuhe oder Trainingsklamotten insgesamt. Und ich glaube, jeder von uns kennt Leute, die so einfach overequipped sind, die viel zu viel Geld für ihre Kleidungsschuhe, Equipment ausgeben, das sie ja eigentlich gar nicht benötigen. Bestes Beispiel ist eine Jack Wolfskin Jacke, die bei minus
300 Grad noch funktioniert, damit du halt im Winter morgens die 3 Minuten zum Bäcker laufen kannst. Oder der Anfänger im Thai-Box-Training, der erstmal 300 Euro für seine komplette Ausrüstung liegen lassen hat und noch gar nicht weiß, ob er es über das dritte Probetraining hinaus schafft. Dasselbe gibt es auch im Fitnessstudio. Wie viele Leute haben teure Trainingsschuhe, wo man sagen muss, bis deine Schuhe der entscheidende Faktor werden, ob du im Training weiterkommst oder nicht, ist es halt noch ein fucking langer Weg. Für die meisten würden abgetragene Air Force Ones reichen, die früher ihre Straßenschuhe waren. Einfach mal anfangen, Baumwoll-T-Shirt reicht, aber manche Leute verrennen sich gerne in solche Details und Equipment und kaufen sich Sachen dazu. Und es kann durchaus auch motivierend sein, wenn man neue Trainingssachen hat und freut sich und fühlt sich gut. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, da werdet ihr auch mir zustimmen, ist das meiste, was man sich da kauft, halt irgendwie auch Geldverschwendung. Kommen zu Punkt Nummer 6, Trainingsbooster, die man vorm Training trinkt, damit man wirklich reinhauen kann. Die wirksamste Zutat in den Trainingsboostern ist Koffein. Und es kann sogar sein, dass die anderen Inhaltsstoffe in eurem Booster nicht nur nichts bringen, sondern auch noch das Koffein bei der Wirkung hemmen. Und dadurch wird aus so einem Spaßsupplement, das man, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, nutzen könnte, vielleicht doch eher Geldverschwendung. Denn es ist nichts anderes als teures Koffein, wenn man so will. Natürlich wird das Thema auch diskutiert, da gibt es dann Studien zu den Inhaltsstoffen. Das Problem ist, die meisten Studien sind zu den Inhaltsstoffen alleine, aber nie zu dem fertigen Präparat am Ende. Das ist schwierig. Meiner Meinung nach Geldverschwendung, aber könnt ihr mal kommentieren, was ihr vom Boostern haltet. In aller Fairness vielleicht noch zu erwähnen, dass ich auch gerne mal einen Booster trinke, aber der Unterschied ist, ich krieg die halt umsonst, Alter. Geldverschwendung Nummer 7. Elektro-EMS-Bauchgürtel. Man möchte eigentlich meinen, das ist so ein Teleshopping-Phänomen aus den 90er Jahren, was komplett ausgestorben ist, dass man sich so Elektronen auf den Bauch klebt, die dann einem Sixpack verschaffen. Aber weit gefehlt, sogar Cristiano Ronaldo macht mit seinem Sixpack Werbung für so ein Zeug, Alter. Aber ja, kritisiert weiter die Influencer für ihre Product Placements und nicht die großen Stars, wie Ronaldo, der Werbung für so einen Schund macht, oder Oliver Kahn für Sport Wetten oder andere Fußballer für Nutella und Alkohol. Ist ja Fußball, da darf man jeden Dreck bewerben, auch wenn es Geldverschwendung ist. Vielleicht noch kurz zu den Elektroden, nur weil ein Muskel anspannt, heißt es nicht, dass er dadurch irgendwie aufgebaut wird oder kräftiger wird. Wäre ja schön, wenn es so leicht wäre. Es zählt nämlich nicht nur die Spannung im Muskel, sondern auch die mechanische Last, die er überwinden muss und das mit einer Progression über eine gewisse Zeit. Mal ganz davon abgesehen, dass für ein Sixpack natürlich auch der Körperfettanteil wichtig ist, den man durch die Ernährung beeinflusst. Und man sich nicht einfach so einen Elektrogürtel auf dem Bauch umschnallen kann, während man auf dem Sofa liegt und Schokobons frisst. Was aber niemals eine Geldverschwendung ist, ist eine richtig geile Matratze. Du verbringst nämlich mehrere Stunden jeden Tag dein Leben lang im Bett. Und da kann ich euch Emma Matratzen ans Herz legen. Wir haben jetzt schon mehrere Monate unsere Matratze, sind mega happy, sodass wir sogar für unseren Sohn eine extra geholt haben. Und ich weiß, Schlaf ist nicht so sexy, drüber zu sprechen, ist aber dennoch einer der wichtigsten Faktoren für das Erreichen deines Trainingsziels. Von daher richtig und wichtig, sich auch mal einen Kopf um seinen Schlaf und seine Matratze zu machen. Emma bietet euch 100 Nächte lang risikofrei Probeschlaf, inklusive kostenlosen Versand und kostenlose Abholung. Natürlich habe ich auch einen Deal für euch. Mit Coach Steph bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Produkte und sogar bereits reduzierte Waren. Emma hat nämlich gerade Sommerschlussverkauf und da gibt es bis zu 50% über den ganzen Emma-Shop verteilt. Aber nicht nur auf Matratzen, sondern auch Boxspringbetten, Schlafsofas oder einfach Bettwäsche. Ihr könnt euch und euer Schlafzimmer also einmal komplett neu eindecken. Zieht's euch rein, ich verlinke euch alles unten in der Infobox. Danke an Emma Matratzen und jetzt weiter mit dem Video. Kommen wir zur Geldverschwendung Nummer 8 und das ist das Push-Up-Board, was während der Pandemie so beliebt war. Das ist das Ding, was so wie ein Kinderspielzeug aussieht und man möchte meinen, das wäre jetzt längst ausgestorben, aber das gibt's immer noch, wird immer noch promoted und es gibt immer noch Leute, die das kaufen. Ja, man steckt da die Griffe um und trainiert dadurch verschiedene Muskeln und kann damit irgendwie seinen ganzen Körper trainieren. Es stimmt aber nicht so ganz, was da drauf steht und für die Kohle, die man in dieses Board gesteckt hat, hätte man auch einfach Liegestützgriffe kaufen können. Und mit Liegestützgriffen kann man sogar noch viel freier arbeiten und noch viel mehr Sachen machen als mit diesem Push-Up-Board. Ich hatte damals auch ein YouTube-Video dazu gemacht, könnt ihr euch ja bei Bedarf reinziehen, aber Preis-Leistung ist hier nicht vorhanden. Kommen wir zur Geldverschwendung Nummer 9 und das ist so ein Bauchroller zum Crunchen. Das ist auch so ein Teleshopping-Ding, aber man findet es auch in manchen Fitnessstudios in der Bauchecke, so auf der Matte liegen. Mit so einem schönen Polster tust du deinen Kopf drauflegen und deine Ellenbogen auf Polster und dann kannst du dich da quasi hochrollen. Problem ist, es nimmt dir ja Arbeit ab. Du arbeitest ja dann mit den Armen mit und dann nicht mehr nur mit deinem Bauch. Und alles, was dir Arbeit abnimmt beim Training, sorgt dafür, dass dein Muskel diese Arbeit nicht machen muss, den du eigentlich trainieren möchtest, in dem Fall den Bauch. Ich sehe jetzt auch nicht so den Bedarf, dass Leute bei Crunches eine Unterstützung brauchen, weil die Übung so schwer wäre. Sehe ich nicht. Auch bei älteren Leuten, denn ich bin Physio.
Nee. Aber kommen wir zur Geldverschwendung Nummer 10. Und das sind Springseile mit eingebauten Zählern. Und nicht falsch verstehen, Springseile sind ein mega gutes Tool. Ich empfehle auch jedem von euch, ein bisschen mehr Seil zu springen. Und das ist eine richtig gute Investition. Aber warum dieses tolle Fitnessgerät mit unnötiger Elektronik verhunzen und dadurch teurer machen? Was juckt es dich, wie oft du durch das Springseil durchgesprungen bist? In der Regel arbeitest du ja mit Zeit, dass du sagst, ich mache 3 Minuten. Und dadurch, dass du ständig auf dem Boden bretterst, geht genau diese Elektronik schnell kaputt. Und dann hast du statt 15 oder 20 Euro für ein gutes Springseil halt einfach mal 50 Euro ausgegeben. Hast dafür aber keinen richtigen Mehrwert für dein Training bekommen. Und selbst wenn du sagst, du möchtest die Wiederholungen wissen, was fängst du denn damit an mit dieser Zahl? Ich muss ja jede Metrik, die ich tracke, auch irgendwie sinnvoll nutzen, um daraus einen Rückschluss zu ziehen. Ach Leute, ist doch Quatsch. Kommen wir zur Geldverschwendung Nummer 11 und der Punkt ist mir nicht so leicht gefallen, aber Massageguns. Und warum es mir nicht so leicht gefallen ist, die Massagepistole auf die Liste zu setzen, ist, weil ich selbst eine daheim habe. Ich habe sogar meine Mutter eine mitgebracht, weil die hat so eine Nervenkrankheit, da sterben die Nerven nach und nach ab und sind halt mega Schmerzen. Gibt auch nicht wirklich Medikamente dagegen, deswegen versuche ich mit Massageguns, CBD-Öl und so ein bisschen alternativ einfach mal rumzuprobieren, was ihr so ein bisschen Linderung bringen könnte. Und es gibt durchaus auch viele weitere gute Einsatzmöglichkeiten für Massageguns, aber am Ende liegt die einfach nur bei euch daheim rum. Die liegt in der Schublade. Ihr habt die 3-mal benutzt und dann nie wieder. Sind wir doch ehrlich, oder? Ich meine, sag doch, du hast sie dir mal gekauft, hast sie 5-mal benutzt und seitdem nie wieder. Und deshalb sind sie auf der Liste. Eigentlich ein cooles Tool, aber im Alltag. Geldverschwendung Nummer 12, Pferdebalsam, Tigerbalm, Thaiöl und alle möglichen Muskelsalben. Ist auch so ein Ding, was ich selbst gerne nutze, aber es ist mehr Placebo-Effekt als tatsächlich Effekt. Und das ist ja gar nicht schlimm, aber du gibst halt Geld dafür aus. Das Problem ist, dass es nur sehr oberflächlich wirkt und eigentlich wirkt diese Massage beim Einmassieren mehr als das tatsächliche Ding hier. Ich mag aber den Geruch und das Brennen, da fühle ich mich dann irgendwie so aktiviert und fit und hau einfach mehr rein. Aber sofern jetzt kein Schmerzmittel drin ist, Diclofenac oder so, was, wird das keine Wirkung haben. Deshalb ist okay, wenn ihr sowas habt und benutzt, aber ihr solltet da jetzt euch nicht irgendwie den Kopf drüber zerbrechen oder besonders viel Geld ausgeben. Kommen wir zum letzten Punkt. Geldverschwendung Nummer 13, Jawline-Trainer. Solche Bälle, auf denen man kaut. Ich hätte natürlich auch gerne eine geilere Jawline, die so richtig markant, männlich, Alpha, Sigma raussteht. Und immer, wenn Leute unbedingt irgendwas gerne haben wollen, dann gibt es natürlich auch den richtigen Schlangenölverkäufer, der es ihnen gibt. Und das sind diese Jawline-Bälle, auf denen man dann rumkaut und dadurch wird irgendwie das Gesicht trainiert. Aber wenn ihr euch mal die Influencer anschaut, die sowas bewerben, dann haben die schon von vornherein eine richtig geile Jawline gehabt. Und alle anderen Selbstexperimente auf YouTube fallen eher so, wow, gibt's da jetzt einen Unterschied, wenn man ihn sehen will, vielleicht, aber objektiv eigentlich nicht. Noch dazu ist es gar nicht so ungefährlich. Man kann sich damit auch sein Kiefer kaputt machen. Selbst mit den Übungen alleine, die man ohne diesen Ball auf YouTube manchmal zu sehen bekommt. Schönheitsoperationen, so wie Tom Cruise oder andere Hollywood-Stars, das könntet ihr machen. Aber auf so einem Ball rumkommen, Leute, oh Mann. Aber sagt doch mal bitte, was haltet ihr von meiner Auswahl der 13 Fitnessprodukte, Fitnessgadgets, die absolute Geldverschwendung sind? Stimmt ihr mir dazu oder widersprecht ihr? Habe ich vielleicht was vergessen? Dann schreibt es doch gerne unten in die Kommentare rein. Und was absolut keine Geldverschwendung ist, sind die Programme in meiner Hybrid-Trainings-App. Egal für zu Hause oder fürs Fitnessstudio, für Anfänger oder Fortgeschrittene, inklusive Tracking und Ernährung, ist alles drin, was ihr braucht. Ich verlinke euch die Hybrid-Trainings-App unten in der Infobox und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.